Das Donaukraftwerk Altenwörth ist Österreichs leistungsstärkstes Flusskraftwerk. Es erzeugt Strom aus Wasserkraft für 580.000 Haushalte. Das ist schön, aber das Bauwerk hat einen Nachteil. Es ist für Fische und Wasserlebewesen nicht zu überwinden. Zur Verbesserung der Gewässergüte an der Donau wurde das Projekt Life Network Danube Plus ins Leben gerufen. Die Fischwanderhilfe beim Donaukraftwerk Altenwörth ist nur eines der Projekte, wenngleich auch sicherlich das aufwendigste. Hier entsteht Niederösterreichs längste Fischwanderhilfe. Die Arbeiten werden trotz der eingeschränkten Situation mit Feuereifer weitergeführt, denn die Natur kennt keinen Stillstand und Ziel ist es, die Frühlingsperiode durch Rodungs- und Baumaßnahmen auszunutzen, um hier keine Zeit zu verlieren. Insgesamt wird der Umgehungsbach rund um das Kraftwerk Altenwörth mehr als 12 Kilometer lang werden. Damit bauen wir hier an Niederösterreichs längster Fischwanderhilfe. Gestemmt wird dieses mächtige Projekt vom Verbund zusammen mit Partnern. Allen voran die Europäische Union, die das Projekt mit den Mitteln des EU-Life-Fonds unterstützt. Hinzu kommt das Bundesministerium für Regionen, Landwirtschaft und Tourismus sowie der Niederösterreichische Landesfischereiverband. Eine gewaltige Schotterpiste erstreckt sich hier durch die Au. 575.000 Kubikmeter Sand und Kies werden hier bewegt. Das schaut im Moment noch nicht besonders attraktiv aus. Aber wir können versprechen, dass wir wissen, was wir tun. Und wir wissen, wie schön die Natur sich diesen Platz zurückholen wird. Was wir hier sehen, sind nicht einfach nur Bäume, die der Fischwanderhilfe im Weg waren. Diese Baumstämme werden noch sehr nützlich sein. Sie werden entlang des Gerinnes im Wasser verankert. Damit simulieren wir eine naturnahe Gewässerstruktur. Diese Raubäume haben die Funktion, dass sich darunter die Fischlein verstecken können und obendrauf die Vögel landen und sind so Teil einer artenreichen Au. Wie das ausschaut, können wir an der Traisen beobachten. Und so sieht ein Raubaum aus, wenn er seiner Bestimmung gemäß verankert ist im Wasser. Wir haben hier ein dickes Stahlseil, mit dem verhindern wir, dass das Hochwasser ihn fortschwemmt. Unterhalb finden sich die Fischlein, oberhalb rasten die Vögel. Das Ganze sieht so aus, als ob er völlig natürlich hierher angeschwemmt worden wäre. Auch hier war einmal eine riesige Schotterhalde. Wir sind hier auf der rechten Seite der Donau im Unterlauf der Traisen, den wir vor einigen Jahren zusammen mit unseren Partnern und Unterstützung der Europäischen Union saniert haben. Hier haben wir das alte Traisenbett aufgeweitet und das gemacht, was wir auch bei der Fischwanderhilfe in Altenwörth vorhaben, nämlich der Natur ein großes Stück Landschaft zurückzugeben.